So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Wir haben einen Draft Booster Modern Horizons 2. Draft Booster bin ich ja kein Fan mehr von. Ich finde die Set Booster so viel besser. Und ja, Set Booster sind so toll. Wir haben als erste Karte Lightning Spear. Für ein rotes, ein farbloses. Es ist eine Ausrüstung, die gibt plus 1 plus 0. Und wir können das Ding für 3 Mana opfern, um 3 Schaden auf irgendein Target zu machen. Für ein Mana zum Ausrüsten. Das ist nicht schlecht. Echo Ring Return. Ein schwarzes Mana. Wir bringen eine Kreaturenkarte und alle mit demselben Namen aus dem Friedhof zurück auf die Hand. Lol. Sie haben echt. Entschuldigung. Ja, gehen wir weiter. Rift Sower. Da haben wir 1-3 Tappen für einen Mana mit Suspend für ein grünes und 2 Runden. Okay. Scoffers Reaver, 3 Mana, 2-3. Solange es euer Zug ist, kriegt ihr plus 2 plus 0 mit Madness. Kill! Kill vor Mogis! Urban Daggertooth, 4 Mana, 4-3 Wachsamkeit. Und wenn ihr Schaden zugefügt bekommt, Proliferate, das ist Enrage. Es ist einfach Enrage. Die habe ich seit Ixalan nicht mehr gesehen. Ich finde es so cool, dass sie solche Sachen wiedergemacht haben. Recalibrate. Ein blaues, ein farbloses. Und wir bringen eine Karte zurück auf die Hand. Also eine Kreatur zurück auf die Hand. Und wenn wir in diesem Zug eine Karte abgeworfen haben, ziehen wir eine Karte. Blacksmith Skill. Ein weißes Mana, eine Kreatur kriegt Hexproof und Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Wenn es eine Artefaktkreatur war, kriegt sie plus 2, plus 2. Tragic Fall. Ein schwarzes, ein farbloses, eine Kreatur kriegt minus 3, minus 3. Und wenn wir keine anderen Handkarten haben, minus 13, minus 13. Das ist halt nicht Tragic Slip. Tragic Slip war halt für ein Mana minus 13, minus 13. Das ist aus irgendeinem Grund für 3 Mana. Mist Vault Bridge. Kommt getappt ins Spiel. Unzerstörbarkeit. Tappen für ein blaues oder schwarzes. Ein Artefaktland. Artefaktländer sind wieder im Modern. Selbe nochmal in Rot. Vile Entomber, 4 Mana 2-2 Death Touch. Wenn er ins Spiel kommt, durchsuchen wir unser Deck nach einer Karte und legen sie auf den Friedhof. Ah, wunderschön Entomb. Und dieses alte Artwork ist auch sehr, sehr cool. Dann haben wir ein Steel Dromedary. 3 Mana 2-2. Wenn ins Spiel kommt, kriegt es 2 plus 1 plus 1 Marken. Das enttappt nicht, solange wie es eine plus 1 plus 1 Marke hat. Und zu Beginn des Kampfsegments können wir eine Marke davon auf eine andere Kreatur legen. Okay. Timeless Witness. 4 Mana 2-1. Wenn sie ins Spielfeld kommen, bringen wir eine Karte aus dem Friedhof zurück auf die Hand mit Eternalize. Sehr, sehr starke Karte. Sehr, sehr beliebte Karte. Soulsnare ist unsere Throwback-Karte. Für ein weißes Mana Enchantment, für ein Mana können wir die opfern und eine angreifende Kreatur, die uns oder eine Planeswalker, die wir kontrollieren, angreifen, exilen. Und was bist du denn? Torrential Kavu. Grünes und rotes und X mit Domäne. Also gleich der Anzahl an Basic-Land-Typen, die wir in unseren Karten kontrollieren. Und wenn der Angreifer zu uns eins aus, wir werfen eine Karte ab, ziehen eine Karte oder wir exilen eine Karte von einem Gravechat. Ich bin unbeeindruckt. Bloß ein Treasure. Das war einer der Gründe, warum ich Draft Booster echt nicht so geil finde. Set Booster finde ich schon besser. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.